Stop that. Stop that. Also wir können ein bisschen über Atmen okay. reden, aber ich habe so viel, die ich erzählen möchte, und dann halte ich mir jetzt alles zurück und ich lasse dich einfach okay. Ja, also auf dieser Ebene Atem überhaupt. Ja. Im Yoga ist klar, es ist super, super wichtig. Es ist auch so eine Art, die kann man ja mit Atmen bleibt man halt vor Ort. Genau, du bleibst präsent. Mhm. Genau, das ist halt ein wunderschönes Mittel, um ganz im Hier und Jetzt zu bleiben. Ja. Um, also dieses Awareness, ne? Mhm. Nicht Aufmerksamkeit, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Awareness. I got you. Mindfulness, aber da gibt es Mindfulness, da gibt es gar keine richtige deutsche Übersetzung. Gibt's nicht. Für. Nee, wir sagen Achtsamkeit. 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 Ja, yeah, Awareness. Genau. Yeah. Ja. Und dafür ist der Atem ein wunderschönes Mittel. Und du kannst über den Atem meditieren. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass der Atem immer da ist und wir es andauernd machen und eigentlich total unbewusst. Ne? Wie oft, also es ist ja immer da, aber eigentlich, sag ich mal, zu 90% machen wir es total unbewusst. Es gibt so ein paar Situationen, wo man es vielleicht bewusst einsetzt, beim Kinderkriegen oder sowas, ja. Oder wenn du halt meditierst oder Yoga machst oder auch beim Sport, dass du dann ein bisschen intensiver deinen Atem wahrnimmst, ja. Dabei könnte man darüber eben, ja, sehr präsent sein im Hier und Jetzt. Und ich habe es vorhin, glaube ich, mal angedeutet. Ich finde es total interessant, dass dein Leben mit einer Einatmung beginnt. Also so ist es ja wirklich. Das Erste, das Baby schreit, damit sich die Lungen entfalten. Und das Letzte, was wir machen, ist ausatmen. Ja, full circle. Ja, genau. Und so dieser full circle, den hast du eigentlich bei jedem Atemzug, ne? Also jeder Atemzug ist anders. Und wir haben ja das letzte Mal auch über den Mond gesprochen. Und wie so ein Mondzyklus oder so ein Tag, sagen wir mal, ne? Mhm. Ich nehme ja immer gerne den Mondzyklus, sind die Atemzüge auch. Du atmest ein, zunehmender Mond, Aufnahme, annehmen, akzeptieren. Du atmest aus, loslassen, abnehmender Mond, abgeben, Detox und so weiter. Und in der Fülle würdest du immer im Neumond oder Vollmond, also wenn man das vergleichen würde, sein. Ja, also wenn du voll eingeatmet hast, bist du ja in der Fülle, wäre wieder Vollmond. Und wenn du ausgeatmet hast und dann in der Pause bist, bist du im Neumond. Du sagst halt gar nichts, das ist auch komisch. Nee, ich versuche das zu visualisieren. Okay, gut. Ja. Ja. Nee, es ist halt eine Krankheit bei mir, weil ich habe so viele Sachen, die ich erzählen will, die muss ich ja wirklich ständig nicht sagen, weil Atmen an sich ist so wahnsinnig, wie du gesagt hast. Am Anfang hast du ja diese unbewusst. Gut, das muss funktionieren, es funktioniert. Das ist eine Reflex oder also eine programmierte Sachen. Und wenn man das bewusst macht, erst dann merkt man auch, wie kann man das so beschreiben? Wie nicht nützlich, sondern so wie man eigentlich durch dieses bewusste Atmen auch eine bewusste Gedenken, also Denkweise. Genau. Und du bist ja auch kontrollierter in deine Gedanken. Du lässt auch nicht diese Gedanken, diese ständige Alltagsprobleme und so atmen man auch den ganzen Tag. Man merkt ja gar nicht, ich bin total aufgeregt. Dann kommt da einer an und start hier so, stopp, hey. Mhm. Und so kannst du bewusst auch deine Gedanken, diese ganze Kram hier einfach so. Genau. Und unsere Großmütter haben es schon gesagt, ne? Erstmal tief durchatmen. Ja, ja. Wenn du in irgendeiner Situation bist, wo du aufgeregt bist, wo du Angst hast, wo du einfach ein bisschen mehr Ruhe brauchst, erstmal dich aufgeregt hast, erstmal tief durchatmen. Und das hilft. 2-3 Atemzüge. Ich meine, was sind 2-3 Atemzüge? Wie lange dauert das? Ne? Und du kriegst innerhalb von Sekunden eigentlich ein Ergebnis. Mhm. Du hast vorhin von den das, was wir von Anfang an mitbekommen haben, ich finde es interessant, auch dass Babys, die atmen immer in den Bauch. Und das ist die natürlichste Atmung. Und wenn wir groß werden, wenn wir erwachsen werden, gerade als Mädchen, irgendwann hast du ja, also ne, heißt ja auch so, sagt ja Brust raus, Bauch rein. Und man hört auf, in den Bauch zu atmen. Es passiert alles nur noch hier.
Ach so, weil man gerade stehen sollte. Genau, gerade stehen, ne? Oder, oh Gott, vielleicht habe ich einen dicken Bauch oder sowas in der Silhouette. Also bloß nicht, also Bauch einziehen und dadurch hört man auf, in den Bauch zu atmen, was total ungesund ist. Ja. Also man sollte immer, daran kann man arbeiten, das kann man üben, vielleicht beim Einschlafen oder sowas, dass man wieder lernt, in den Bauch zu atmen. Ja. Oder es gibt einfach auch Leute, denen wird schwindelig, wenn sie sich auf ihren eigenen Atem konzentrieren sollen. Mhm. Ja, das gibt's auch. Und das kann man aber trainieren. Das kann man trainieren, dass man da wieder ein bisschen mehr Bewusstheit und ein bisschen mehr Tiefe in den Atem reinbekommt. Mhm. Und also tief atmen ist einfach wahnsinnig gesund. Ich habe so ein Hörbuch auch noch nicht, also gerade angefangen, ich wollte das ganze Buch, das heißt auch Breathe, heißt Atmen. Und was da geforscht wird, wo man denkt, was soll man da noch forschen? Aber in unserer Gesellschaft wieder ist das jetzt einfach vernachlässigt. Ich atme jeden Tag, ich muss ja, sonst bin ich ja nicht da. Aber welche, zum Beispiel mit dem Bauch, das ist ein Gesellschaftsding. Ne? Ich musste aufstehen und dann atme ich nicht mehr eigentlich normal und damit bin ich irgendwie auch nicht, gebe ich meinem Körper nicht die gesamte Chance, der sich braucht, halt den Sauerstoff zu sich zu nehmen. Und dieses System, wenn ich nicht mehr durch die Nase atme, dann wird irgendwann meine Nase sich zuwachsen. Also halt, man merkt auch teilweise. Das haben die da bewiesen oder was? Oder untersucht? Ja, dass man auch generell, wenn man die nicht nutzt, dass er halt vielleicht nur 20% oder 30% Leistung aus seiner Nase, weil man einfach immer durch den Mund atmet. Ja. Ja, okay. Wir sind Mundatmen-Menschen geworden. Weißt du, was das Gesunde an der Nasenatmung ist? Die gibt es so ein Gas, ne? So ein Gas würde, wenn man atmet durch die Nase, da kommt so ein Gas dazu und der ist jetzt, also das weiß ich nicht genau, aber du hast ja so Nasenhaare und dadurch wird die Luft angewärmt. Das ist erstens total, also ist viel besser für die Lunge, als wenn wir durch die kalte Luft durch den Mund atmen und die wird gefiltert. Dadurch entstehen dann, das erzähle ich dann auch immer den Kiddies, das ist dann immer so ein Lacheffekt, dadurch entstehen dann die Popel, ne? Das ist ja im Endeffekt gefilterte Luft, das ist der Dreck, den wir rausfiltern aus der Luft. Genau. Und dafür ist die Nase da. Ja. Aber klar, wenn ich nicht mehr übe, in den Bauch zu atmen, dann degenerieren wahrscheinlich auch die Atemmuskulatur. Aber die kann man wieder. Auch die Wege, ne? Genau. Aber das kann man wieder trainieren. Also da kann man wieder hinkommen. Das kann man ja vorstellen am Anfang, wo du gesagt hast, wenn man das nicht so oft macht. Oder dass man, wenn man erst mal einmal bewusst atmet, wird man schwindelig. Ja. Weil auf einmal kriegt man so viel Sauerstoff. Ja. Ich mache das so, diese Hyper, wie heißt das? Hyperventilieren. Ja, wenn ich das tue, mache ich bewusst. Mhm. Ja, dass ich wirklich komplett und dann. Kennst du die Wim Hof? Genau, ja. Das tue ich. Ja, und das genau. Das ist geil. Ja. Also das, wenn ich das tun würde hier, ist es fast zu unsicher, weil man könnte umfallen. Mhm. Also ich warte diese letzte Sekunde, also irgendwie 3 Minuten um den Dreh. Und dann kann ich nicht mehr halten. Und das ist ein geiles Gefühl. Hast du das mal gemacht? Nein, so intensiv noch nicht. Wollen wir da probieren? Ja. Ja? Mhm. Es ist lustig. Es ist wirklich lustig. Also, okay. Ich habe mein Handy ja nicht angekuppelt, aber es ist egal. Ich habe dieses Transformational Breath. Das habe ich ausprobiert. Das geht auch sehr, sehr tief. Du atmest auch mit geöffnetem Mund, 2 Finger breit. Ja. Und das schafft auch ganz viel Raum, ganz viel Weite und löst tatsächlich auch emotionale Probleme. Also emotionale Konflikte, sagen wir mal so. Ja, was sich angestaut hat. All das, was wir so im Laufe unserer Kindheit, unserer Jugend und auch im Erwachsenenalter so übergestülpt bekommen. Das kommt so wie hoch, ja? Genau, das kommt dann alles wieder hoch. Und das kann man dann schön loslassen. Das ist wunderbar. Ja, und durch diese Hypervitalin, Ventilation. Hyperventilation. Kann man auch an nichts anderes denken. Mhm. So bist du. So ich dann jetzt gleich oder? Die kannst du so steuern, wie du willst. Ne? Ja. Wir machen den App und ich kann das schon alleine. Also das heißt, du kannst diese App machen. Mhm. Der heißt Guided Breathing. Und sagt, okay, wir können seine Stimme ausmachen, weil dann, ich weiß nicht, ob die Rechte so hier sind. Aber letztendlich kommt so eine Blase und es ist einatmen, ausatmen. Mhm. Er macht das 40 Sekunden lang. Mhm. Voll. Wie du sagst, dieser Zyklus, das hat alles ruht ein und ruht raus. Und dann ab die 40. Sekunde, dann hört er auf und kommt so ein Ping und da soll man die Luft halten, so lange wie möglich. Mhm. Und wenn man nicht mehr halten kann, dann macht man einmal den Finger auf dem App
Mhm. Also man darf auch in den App nichts tun vorher, sonst schaltet er aus. Das ist so eine Sicherheitsding. Finger drauf und dann, weil das ist wirklich, du bist so ein letzte Ding. Und dann machst du so. Und siehst du noch einen richtig krass. Und dann kommt diese Push. Also es ist, als ob man irgendwie tief unter Eiswasser ist. Ah ja. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das mache ich ja mit. Und es, ich habe das noch nie aufgenommen. Okay. Ja. Icebreaker. Man muss auch nicht in den, ja genau. Aber man muss nicht in den Mikrofon schnaufen. Machen wir jetzt nicht. Okay. Nee, muss ich nicht. Aber man kann auch ohne Kopfhörer, dann ist es vielleicht noch besser. Nicht zusammen gemacht mit jemandem. Ist das schwindelig schon? Okay, wir haben 30. Jetzt wird schwindelig. Kannst du vorher aufhören, wenn du willst. Willst du vorher aufhören? Immer noch nicht geatmet. Okay. Zweite oder dritte Runde sind immer besser. Die erste Runde, ja, aber geil. Trotzdem. Also du atmest dann ein, richtig? Und dann hältst du nochmal für 15 Sekunden? Ja. Ah ja, cool. Ja.
Und du kannst beim Yoga zum Beispiel, würde man mit Bandhas arbeiten. Ja, das ist gut, weil du hältst dann die Energie. Wie macht man also das? Einmal hast du einen Bandha in deinem Beckenboden, Mula Bandha. Mhm. Und also wenn du Gefühl für deinen Beckenboden hast, dann aktivierst du den. Das ist okay für den Anfang. So, ne? Und dann hast du einen Uddiyana Bandha. Dafür ziehst du deinen Bauchnabel nach innen und oben. Hast du das als Kind manchmal gemacht, dass man so das hier so runter unter die Rippen gezogen hat? Oh, das wär, genau ja. Das. Das wäre ein volles Uddiyana Bandha. Okay. Ja. Und dann machst du noch Jalandhara Bandha. Also das heißt Schultern nach hinten und Kinnverschluss. Ah, so. Ja. Und wenn du dann, das wäre mal interessant, diese Methode, und dann mit den vollen Bandhas, die zu halten. Ja. Weil dann hältst du die ganze Energie, die du dir erarbeitet hast, im Körper. Ja. Mhm. Und wir haben dann nachgewiesen, dass du deine pH-Wert damit Ja. Und den pH-Wert auf diese basische, also du swingst deine Körper in Basis, mhm, basische rein. Mhm. Was normalerweise heutzutage auch so eine Art Krankheit, so eine Übersäuerung. Genau. Und durch, also ich sag mal, wenn du 3 Runden machst, er kombiniert das auch dann mit dem kalten Duschen. Ja. 2 bis 3 Minuten. Mhm. Ja, also. Ja, da hat man auch nachgewiesen, dass es auch also die Infektanfälligkeit minimieren soll. Und der hat sich Ebola einspritzen lassen. Und dann hat er durch diese Atemtechnik dann abgetötet. Mhm. Da haben sie diese Wahnsinn. Ja, na gut, der ist sehr, sehr stark. Der macht diese Eisbahn und alles Mögliche. Ne? Aber diese Atmentechnik finde ich so. Früher habe ich auch Meditation probiert und so, und durch diese Ruhe ist man relativ schnell ablenkbar. Ich habe nicht genug. Also, diese Atmen ist so, du musst so darauf konzentrieren, dass du nichts anderes machen kannst, wie Motorradfahren oder so. Yeah. Das ist auch eine Art Meditation, weil man so darauf konzentrieren muss. Mm. Es ist halt, wenn ich bei Yoga bin, ist es sehr entspannt, und so kommt man automatisch, man verarbeitet sich dann seinen Tag. Wenn man nicht, es ist nicht schön, es ist nicht unbedingt vorteilhaft. Also man darf dann nicht so übermäßig Druck auf sich stellen, das sagst du auch immer. Ne? Also wenn es nicht so geht jetzt gerade, dann ist es auch okay. Ja. Es ist auch schön, dass man sich selber akzeptiert, sagst du immer. Mhm. Und allein das ist schon mal eine gute Ansatz. Ja, aber es gibt natürlich Dinge, die wollen auch verarbeitet werden. Ne? Das ist, wenn man darf man auch nicht ignorieren. Genau, wenn wir immer alles nur verdrängen, dann kommen wir wieder zur Verdrängung, zur zu flachen Atmung vielleicht, und irgendwann kommt das dann hoch, weil es möchte gesehen werden. Ne? Und natürlich ist es, man sollte sich anschauen, was sind es für Sachen. Und wenn es Sachen sind, die verarbeitet, aufgearbeitet werden wollen, und wenn es einfach nur ein Tag ist, ich meine, wenn wir schlafen und träumen, machen wir genau das. Mhm. Ne? Unser Körper, unser Geist verarbeitet das, was wir erlebt haben. Dann ist das total wichtig. Aber oft sind es ja, also was man zum Beispiel, wo man den Kopf ausschalten sollte, sind Sachen, so Gedanken, die wir 80% der Zeit immer wieder denken und die uns nicht weiterbringen. Ja. Ja, habe ich den Herd ausgemacht? Natürlich hast du den Herd ausgemacht. Ja. Ne? Ich meine, natürlich ist es wichtig, und auch ein Alarmsignal und Angst ist ein guter Begleiter, ein guter Berater, aber man darf sich davon nicht, man darf ihn nicht zum Führer werden lassen, sozusagen. Ja, man kann, okay, habe ich ausgeschaltet? Ja, ich habe ihn ausgeschaltet, weil ich ihn jedes Mal ausschalte, weil ich vorher sowieso alles checke, bevor ich das Haus verlasse, sozusagen. Ja. Wenn man diese internen Gespräche aufnehmen könnte, ey, ne? Ja. Man würde denken, die Leute denken, ich bin total, aber jeder, hat das. Ja, ja. Und gerade diese, und es geht bei der Meditation darum, gerade diese Gespräche mal, ne? Ja. Bin ich gut genug? Bin ich, ne, so dieses, habe ich das auch wirklich gut genug gemacht? Oder ja, wie kann ich das noch besser machen? Ich meine, natürlich ist eine Optimierung, ist ja nichts Falsches, aber da auch einzusehen, wann artet das in Stress aus? So. Gut, wir beide sind ähnlich in dem Sinne. Ich glaube, wir sind zu selbstkritisch. Mhm. Also, ich weiß nicht wie, aber so, ich habe die Tendenz, aber lieber so, ich finde, so, was ich gar nicht leiden kann, ist diese Leute, die total unreflektiert sind. Ja, das ist, also, genau. Da kannst du, das ist wirklich so, man merkt so, merkt der Typ überhaupt, dass alle Menschen ihn nervig finden irgendwie, oder er redet nur über sich selbst, oder dieser egoistische Typ. Der Ego an sich, na, was sagt Yoga zu Ego? Eigentlich sagt gar nichts, Yoga, wahrscheinlich. Ja, wir wollen ja unser Ego abstreifen. Also unser Ego hält uns eigentlich davon ab. Unser Ego ist das Ursache für alles Leid, was wir haben. Ja. Es sind nicht die anderen, es ist unser Ego. Entweder haften wir irgendwo an, also wir wollen etwas unbedingt haben,
im einfachen Sinne gesagt, gestern hat mir das Stück Kuchen gut geschmeckt und auch gut getan, deswegen will ich es heute unbedingt wieder haben. Aber wenn ich das jeden Tag hier habe, dann tut es mir nicht mehr gut. Ja. Und trotzdem haftet mein Ego an, aber es tut mir nicht gut und verschafft auf lange Frist, auf lange Sicht gesehen Leid. Ja, weil ich vielleicht zunehme oder Diabetes kriege oder wie auch immer so. Ja. Oder viel Geld ausgebe für Kuchen oder wie auch immer. Ja. Ja, oder, und das andere ist eigentlich die Ablehnung. Also das, da habe ich mal eine schlechte Erfahrung mitgemacht, das will ich nicht. Weil das, ich will meine Ego nicht wieder in Gefahr bringen, genau, oder so. Genau, ja. Genau, also das will ich nicht oder ich kenne das nicht. Und also dieses Ablehnen und dadurch entgehen mir aber vielleicht viele Sachen oder ich reg mich über Sachen auf, weil ich das doof finde und ärgere mich selber. Ne, also schaffe wieder Leid. Ja, eigentlich das Typische, sich aufregen, weil irgendjemand anders irgendwas gemacht hat, was ich nicht gut heiße, sozusagen. Nee. Und dann ist noch die Angst vor Vergänglichkeit, also sozusagen die Angst vorm Tod, die ja jeder kennt. Angst vor Krankheit, Angst, ne, das ist etwas. Und wie gesagt, dieses Vergängliche. Ach, jetzt ist der Sommer schon wieder, ne? Je nachdem, wie das Wetter ist, so, ja, ach, jetzt, das sind jetzt die letzten Sommertage. Ja, aber danach kommt ja ein schöner Herbst, so, ne? Ist ja auch was Feines. Oder das Jahr ist ja schon fast wieder vorbei. Oder, ne? Oder das ist mit, wie heißt das? Verhänglich? Angst vor Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Also etwas, die du ihn nicht ändern kannst, so, oder? Genau, Dinge, die, aber auch, also eigentlich geht es ganz speziell um den Tod. Also, dass wir uns selbst wahrnehmen als etwas Vergängliches. Und in der Yoga-Philosophie ist ja eigentlich, alles ist immer da. Na, natürlich sind wir im Prozess der stetigen Veränderung. Aber den gab es ja immer schon, diese Veränderung. Mhm. Und wenn wir an die Wiedergeburt denken, dann kommen wir vielleicht als ein anderes Lebewesen wieder oder beziehungsweise unsere Atome, Energie geht nicht verloren. So. Das haben wir schon in der Physik gelernt, im Physikunterricht, Energie geht nicht verloren. Und von daher, genau, es verändert sich zwar, aber ja. Ja, man hat dann so eine Tendenz, Angst zu haben. Ich meine, ich möchte nicht sterben, ich möchte natürlich alles Mögliche machen, aber wenn ich die ganze Zeit Angst davon habe, wahrscheinlich genau. Ist die, ich habe meine, also du kennst Franzi und ich und unsere Philosophie mit dieser Anziehungskraft. Ich denke, wenn du ständig über Tod denkst und irgendwann bist du nur so beschäftigt mit Toten, dass du läufst ja vor dem Bus, ne? Ja. Und wirst du umgebracht, weil du nur, ne, weil du durch dein Leben so geblendet mit dieser Angst durchläufst. Ne? Genau, dann ist ja mein ganzes Leben geprägt von Tod. Ja. Ne? Oder ich entscheide mich, mein Leben zu leben. Ich weiß nicht, ob das wissen wir ja nicht, ob es morgen vorbei ist, aber dann möchte ich doch jetzt wenigstens das, was ich habe, genießen. Und okay, wenn ich Angst vorm Tod habe, führt mich das aber auch dazu, was Gutes ist, gesund zu leben. Vielleicht, ja? Ja, so, dass ich das vielleicht ist so lange ein Gleichgewicht, lebe und das und die Zeit, die ich hier habe, eben genießen kann und sie auch so gut wie möglich auskosten kann. Weil wenn ich, ja, das stimmt. Also wenn man sagt, ach, ich habe keine Angst vor dem Tod und so, dann ist mir scheißegal, dann kann ich alles machen, was ich möchte, dann kann ich ja Motorrad fahren ohne Helm und sonst wie. Nein, man ist dann lebensmüde fast. Mhm. Das bringt auch nichts. Nee, genau. Aber man muss nur so einen Mittelweg finden. Genau. Deswegen ist Ego auch nicht gleichzusetzen mit Selbstwert. Ne? Ja. Also so Selbstwert ist wichtig. Das stimmt, aber viele denken, genau. Haben vielleicht ein Gefühl, genau, dass die Arroganz beide... Arroganz wird gleich selbst, aber das stimmt nicht. Arroganz ist oft ein Zeichen von Minderwertigkeit. Ich muss mich extra irgendwie präsentieren, weil ich vielleicht selbst sehr kritisch bin mit mir oder mit anderen, so was ein wieder ein Spiegel von mir selber ist, genau. Ja. Also beim Ego geht es wirklich darum, um dieses Leid. Also es hat auch einen Begriff, die Kleshas und... Die Wurzel ist sozusagen das Ego und daraus kommen eben diese Anhaftung und Ablehnung und die Angst vorm Tod. Das also sind so, ich habe nichts Positives vom Ego gerade gehört. Also eigentlich ist es nur, also je weniger man den Ego in seinen Alltag hervorruft, je glücklicher wird man. Genau. Genau, aber trotzdem, wie gesagt, nicht zu vergessen, dass man einen Selbstwert hat. Ja, Selbstwert ist also, auch so ein Vor. Ja, also hat, beim Yoga, bei der Philosophie gehen wir halt davon aus, dass du hast eine Seele und Ego, das ist voneinander getrennt. Ja. Ne? Ja. Und deine Seele, finde ich auch total interessant, ist frei von Leid. Im Deutschen sagen wir ja oft, das tut mir in der Seele weh. Ich weiß nicht, ob es auf Englisch auch, ob da die Seele mit Emotionen verbunden wird. Ja. Aber das ist beim Yoga nicht so. That hurts my soul. Ja, yeah, it hurts my soul, genau. Das ist aber nur ein Versuch,
ein Versuch, alles wieder in deine Richtung zu ziehen. Aber es ist der letzte. So, wenn deine Mutter zu dir sagt, du hast mich gerade in die Seele wehgetan, dann sitzt du da und so, aber ich bin ja nur 2 Stunden zu spät, ich habe nicht angerufen. Yeah. Ja, aber ich habe gedacht, du stirbst und so, und ich habe diese Angst. Aber eigentlich geht das wieder um diese Ego. Das ist Ego, genau. Ja. Ja, ist, Ja, aber die versuchen dann halt auf diese Ebene halt sehr tief emotional, wenn ich meine Mutter in die Seele wehtue, dann kann man nicht nochmal. Aber wie gesagt, also im Yoga ist Seele frei von Leid und Leid wird durch Ego gemacht. Also so kann man das, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Ne? Ja, so, wenn man erstmal dran ist und versucht, da halt bewusst den Schack zu halten, kommt man auch relativ schnell voran. Also das habe ich ja mit dieser Show zum Beispiel nicht am Anfang gemerkt. So, das heißt The Real Remington Show. Und ich habe mein Bild um drauf und irgendwann kann ich mein eigenes Gesicht nicht mehr sehen. Weißt, ich habe so viel irgendwie unbewusst den Ego mit eingebracht in das Ganze, dass ich mich, dass es mich nervt. Mm. So, nein, das geht nicht um mich. Das geht um mein Gast. Ich meine, so das Hin und Her muss ja sein. Das muss ja eine Art Flow. Ja, und du bist ja auch der Gastgeber. Ne? Also es ist schon schön, dann ein Gesicht zu haben und zu wissen, wer das moderiert und so. Also es ist ja okay. Und vielleicht ist es ja so auch was, ne, wo du dir selber wieder eine Aufgabe gestellt hast. Das Universum stellt uns ja andauernd Aufgaben und Lektionen, die wir dann lösen dürfen. Und wenn du denkst, oh, jetzt habe ich ja schon total viel von meinem Ego überwunden, dann kommt wieder eine richtig schöne Lektion und du denkst so, oh je, ich fange wieder vorne an. Ja, genau. Ja, oder aber so wie letztes Mal, wo du hier warst, dann du warst total cool. Aber letztendlich, ich habe, wenn ich jetzt die ganze Zeit von mir erzähle, auch generell überhaupt nicht nur in so einem Interview, wo das überhaupt nicht angebracht ist, aber selbst wenn man normal beim Party nur von sich erzählt, dann gehst du rum und jeder hast du dann irgendwie da abgehakt. Jetzt wissen sie alle von mir oder von mich, wie sagt man so, ne? Die haben alle vom Remington gehört. Dann fahre ich nach Hause so, ja, wie war die Party? So, weiß ich nicht. Weißt du, also wie geht's dem und so, naja, die wissen alle, wie was ich alles tue und so, ne? Aber ich habe eigentlich nichts, also egoistisch gesehen, eigentlich, wenn ich ein Egoist wäre, dann hätte ich ja, also so habe ich das umgedreht in meinem Kopf, ganz von all diese Gespräche, wenn ich nur zuhöre, ganz viele gewonnen. Mhm. Also die nehmen vielleicht von so einer Gespräche und auch zu fragen, wie ist das ja Ego für dich in den Yoga, also dann lerne ich was dazu. Mhm. Dann habe ich ja gewonnen. Eigentlich nur, weil ich nichts gesagt habe und das so gehört hast. Ja, aber natürlich ist es auch schön, einen Dialog zu haben. Ne? Ja. Und nicht nur als Gast einen Monolog irgendwie, weil es ist ja auch total schön, Rückfragen zu haben und sagen, hä, also ach, das hast du jetzt, ne? Wie war das denn noch? Oder da einfach nochmal drauf einzugehen, das macht es ja eigentlich spannend und auch so spielerisch und fließend. Ne? Als wenn jetzt einer nur seinen Zettel abarbeitet, ist ja dann irgendwie auch. Ja, ist ein Prozess an sich. Ja. Naja, ich wollte nicht so viel Zeit, es ist ja schon 14 Uhr, du hast du heute wieder volle Programm im Studio. Ja. Cool. Ja, danke nochmal, Sana. Ich hoffe, dass deine Aufnahme vorhin geklappt hat, das machen wir fertig. Super, vielen Dank. Ja? Ja. Alles klar, dann. Bis dann. Bis dann, bye, danke. Bye. Bye-bye, ciao. Stop that. Stop that.